Einen wunderschönen guten Tag oder Grüß Gott oder wie man auch immer noch sagt. Wo sehen wir uns hier? Michi Betrieb Ömrank sind wir heute. Das wird eine etwas längere Aufnahme. Nicht wundern. Und natürlich bin ich auch eigentlich nicht allein. Ich habe gehört, der Christian ist schon mal, da wir wieder hier oben bei der Brauerei sind, das Grillfleisch vorbereiten. Ja, Mahlzeit. Mahlzeit. Ich komme dich mal besuchen hier oben, wenn ich denn hier Ja, hochkomme. ich habe aber noch nichts fertig, ne? Aber irgendwie hat die Holzkohleproduktion lässt noch nach. Ich kriege irgendwie nichts drauf, fertig hier. Ja, das ist mir schon ganz klar. Hier so mit Sonnenliege und so, ne? Ja, ey, das ist mein Platz. Hau ab hier. Da sind drei Stück, Alter. So. Drei. Okay, Leute, zeig noch mal. Dann sag noch mal, sind drei Stück, bitte. Also, Entschuldigung, vier. Nee, falsch. Es sind sieben. Achso, das sind auch noch alle vier. Ja. Ja gut, Christian, wir sind aber hier zum Arbeiten Ah, und nicht. verdammt. Ach, guck mal, wir haben hier sogar ein Büro. Ja, hier oben sind die ganzen Displays für die einzelnen Ställe und die Kälberaufzucht. Ah ja, okay. Also, der Ömrang ist ein großer Milchviehbetrieb mit drei Ställen, die Biomilch produzieren und Kälber. Und der Hof hat auch eine eigene Kälberaufzucht. Genau, also ich, wie ihr gerade seht, Milchviehbetrieb ist hier an diesem Monitor. Da werden wir euch aber dann alles noch zeigen, wo was ist. Hier haben wir natürlich noch eine schöne Kuschelecke. Nein, Christian, wir sind unten. Ich Guck habe mal, keine Zeit. Bumblebee ist auch da. Oh ja, schön. Christian hat sein Kuscheltier gefunden. Genau. Gut. Christian, komm. Wir Ja, müssen ich bin ja so schon tun, unterwegs. Bin ja schon unterwegs. Als ob wir was tun. Du hast die Presse wieder nicht repariert, Mensch. Du Nee, sollst sie doch fertig machen. ich habe auch keine Zeit. So, wir fangen hier vorne an. Ein Badam Kuhhof Ömerank. Hier haben wir einen Wasserspeicher. Sprich, hier kannst du Wasser reinschmeißen. Später wieder rausholen. 100.000, 200.000 Saatgutlager und Düngelager. Also erst Düngelager, dann Saatgutlager. So, Christian. Ja, dann habt ihr hier noch ein paar Unterstellmöglichkeiten für eure Fahrzeuge. Die Durchfahrt mit den beiden großen Silos, die Hofsilos. Auch hier gilt: Grundstück kaufen, Server neu starten, dann funktionieren die. Und diesen Unterstand, das müsst ihr euch sehr gut merken. Das ist leider nicht anders möglich. Diesen Unterstand nicht benutzen. Wenn ihr hier Fahrzeuge drin stehen habt, könnt ihr oben drüber, ist nämlich ein Ballenlager, könnt ihr keine Ballen mehr auslagern. Außer ihr geht hier hin, fahrt das Fahrzeug oder das Gerät raus, lagert aus und fahrt das Fahrzeug wieder rein. Deswegen einfacher, einfach gar nichts reinstellen. Das Okay. Ballenlager ist nämlich direkt oben drüber und dann könnt ihr da nämlich nichts mehr auslagern. Gut. Dann gehen wir mal hier durch. Ja, Und dann fangen kommen wir auf doch der zu rechten mir. Seite an. Genau, hier haben wir nämlich dann noch einen Unterstand. Genau. Und hier haben wir auch schon ein bisschen was vorbereitet, aber dazu kommen wir gleich. Unterstand und hier oben drüber haben wir, wie ihr hier auf diesen Schildern seht, Quaderballenlager für Gras, für Stroh, für Silage und für Heu. Kommen wir aber gleich zu. Ja, und jetzt seht ihr auch hier auf dem Boden, seht ihr die Markierung, hier sind die Spawnpunkte und die sind genau über dem Carport unten unter der Garage oder über der Garage, sage ich jetzt. Und wenn dann was drin steht, kriegt ihr da nichts gespawnt. Das funktioniert nicht. Der Fehler wurde schon 20.000 Mal angegangen, aber wir finden halt, oder der Mapper und die Modder finden halt den Fehler nicht, wie man das noch anders machen kann. Und deswegen ist es halt immer noch so, der Hinweis, da darf nichts stehen, ansonsten kriegt ihr keine Ballen mehr raus. So, dann machen wir links weiter. Ja, hier haben wir Stroh- und Heupellets Produktion. Hier die beiden Trigger, einmal für Stroh, einmal für Heu, einmal für Wasser, für jeweils Stroh und Heu. Wenn ihr das eingefüllt habt, kommen dann hier in diesen Silos die Stroh- und Heupellets raus. Die könnt ihr dann mit der Schaufel rausholen und in euren Ställen verwenden. Christian darf endlich mal mit Schaufel arbeiten. Boah, dann kein Problem. So, und auch hier haben wir was vorbereitet. Hier haben wir dann das Rundballenlager. Dazu kommen wir dann gleich. Hier gibt es sowas wie einen Treppenlift für Senioren wie unseren Christian.
Hier kann man dann die Rundballen nach oben machen, die hier oben dann ersichtlich sind, eingelagert werden. Selbst schuld, warum nimmst du denn die Treppe? Ja, weil ich ja nicht so alt bin wie du, aber ich komme hier die Treppen gar Ja. nicht hoch. Ah, doch, nee. Ich bin stecken geblieben. Aha. Okay, Tschüss. ich komme die Treppen nicht weiter hoch. Ah, jetzt. Genau, also hier auch Rundballenlager für Silage, Heu, Stroh, Gras. So, guten Tag. Tag. Ja, durch die Tür durchgehen oder einmal außen rumlaufen, dann habt ihr hier nochmal Unterstellmöglichkeiten und eine Biodieselanlage. Der Hof hat alles, was man braucht. Also gegenüber von den Fahrsilos habt ihr dann eine Biodieselanlage auf der Ich zeige und das rechts nochmal gerade hier. daneben. Von da sind wir vorhin gekommen. Genau. Und genau, hier würden wir jetzt nochmal die Tierpelletlager vorstellen. Das machen wir aber auch nachher nochmal. Hier kann man dann die Tierpellets lagern. Hier drüben, Christian, machen wir erstmal hier drüben. Wir sind jetzt eh ein wenig durcheinander. Eigentlich anders, als wir geplant haben. Was haben wir hier nochmal, Christian? Tierpelletproduktion. Genau, die Futterpellets, Tierpellets werden hier produziert. Aus Leerpaletten, Zuckerrüben und Wasser macht ihr Futterpellets, die ihr auch hier an dem Hof verfüttern könnt als Futter. Genau. Zeigen wir euch gleich, wo was reinkommt. Haben wir natürlich hier schon ein wenig vorbereitet. Ja, dann habt ihr hier die beiden Teilsilos, um Silage zu machen. Eine Werkstatt. Eine Werkstatt, genau, mit Hebebühne. Können wir gucken, ob du noch TÜV kriegst, wa? Ich krieg kein TÜV mehr. Ich, das ist hoffnungsweise verloren. Gut, nächste Ja. Phase-Silos machen wir dann hier drüben weiter. Genau, hier sind die, ist die Milchentnahme. Also hier wird die, kommt die Milch hin, die ihr produziert. Jeder einzelne Stall hat einen Tank. Hier könnt ihr dann ranfahren, abzapfen, wegbringen, verkaufen, fertig. Genau, auf der Wiese, die hier oben ist, die gehört natürlich, machen wir hier gerade noch, die gehört auch mit hier zu. Hier könnt ihr eben halt das Wasser auffüllen. Genau, hier sind für die, fürs Wasser, für die drei Kuhställe jeweils ein Wasserträger. Steht hier rum. Da müsst ihr halt hinfahren, um euer Wasser aufzufüllen, um in den Ställen Wasser zu kriegen. Genau. So, eins, zwei und da ist dann der dritte. Eigentlich auch alles mit einem Weg gekennzeichnet hier. Also Genau. kein Problem. So, dann Christian, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Kein Problem. Du. Ja, dann haben wir, wenn wir von dem Milchoutput mal weiterlaufen, wieder Richtung Haupteingang, sage ich jetzt mal, habt ihr den ersten Stall, das ist die Kälberaufzucht, wo aus Gras, Heu, Silage, Stroh und Wasser und Kälbern wieder neue Kühe werden. Genau. Die Oh, hier gleich. produzieren Mist und Gülle. Genau. Ich glaube, das dürften wir hier oben eine Menge bekommen. Ja, das weiß ich nicht ganz genau, aber es reicht auf jeden Fall, um autark zu werden. Genau. So, Tor schließen. Jetzt ist der Christian schon wieder weg. Ich stehe hier, ich sehe dich. Keine Sorge. Ah ja. So. Und dann kommen wir zum ersten Stall. Alle drei Ställe, Biomischelle, sind gleich aufgebaut. Wo ist er denn hin? Ach da, guten Tag. Ja, guten Tag. Ihr habt hier die Tür reinfahren für Stroh. Zeigen wir euch gleich noch mit Ballen. Könnt ihr aber auch als Schüttgut reinfahren. Haben auch noch die Milchkühe. Lieferung Milchkühe. Und die Milchkühe werden ja auch angeliefert, genau. Dann haben wir hier einmal von der Futteranlage den Ballenträger für die Ballen Gras, Heu und Silage. Da gehen auch nur Ballen. Da könnt ihr nicht einfach mit Schüttgut ranfahren. Da müsst ihr wirklich Ballen machen für. Ist nicht mehr so wie vor dem Update, dass man mit Schüttgütern ranfahren kann. Ist weg. Habt ihr hier noch eine Tür? Wenn ihr die aufmacht, seht ihr dann den Futterautomaten. Der bewegt sich auch, sobald die Anlage in Betrieb ist. Und hier ist nämlich der Knactus Factus. Hier in diesem Fahrzeug, sage ich jetzt mal, kommen die Futterpellets rein auch. Die ihr als Alternativfutter haben könnt, zusätzlich zu den Ballen. Könnt ihr hier oben reinfüllen. Ist ein bisschen tricky.
Wenn ihr da nicht genau trefft, ja, fliegt es daneben und hat das hier rumliegen. Deswegen meine persönliche Meinung, das ist ja jedem selbst überlassen, mit den Futterpellets arbeiten, lohnt sich für mich eigentlich nicht. Man kann sie herstellen, damit noch einen kleinen Nebenverdienst herzustellen, aber mehr auch nicht. Genau, und hier haben wir wieder dasselbe Spiel, weil das ist dann der zweite Stall, Anlieferung, Kühe, Abholung, Kälber. Und auch hier wieder das Stroh rein. Genau, wie ihr gesagt habt, die sind alle drei gleich aufgebaut. Gegenüber des einen Stall, den wir euch gerade vorgestellt haben, ist ja noch diese große eingerahmte Dingen. Das ist die Mistplatte für alle Ställe. Also hier wird der gesamte Mist gespawnt von allen drei Ställen plus Kälberaufzucht. Gut. Dann haben wir hier eine Saatgutherstellung. Brauchen wir euch ja nicht zu erklären. Nö, da brauchen wir nicht mehr. Ne, aus Gerste, Weizen. Gerste oder Weizen und Flüssigdünger macht ihr eure eigene Saatgut fertig. Genau. So, ich und der Christian, wir bereiten gerade noch ein wenig was vor und wir sind dann gleich wieder da. Einen kleinen Augenblick. So, währenddessen der Christian hier mit Ballen spazieren gegangen ist, wollen wir euch das auch einmal ganz kurz zeigen, wie das hier oben. Dass das hier oben auch funktioniert mit den Ballen. Genau, also. Nicht wundern, wir haben durch den starken Baumwind aktiviert, damit wir euch das alles ein bisschen schneller zeigen können hier. Wenn ihr hier hochfahrt, habt ihr hier vorne die, ja, die Stützen. Da müsst ihr gucken, ist das auch verfolgt, das ist der andere. Hier hinten ist das, glaube ich. Grasballen. Okay, ich nehme den Ja, weiter. nee, du hast ja auch völlig den falschen Ballen. Das ist GPS-isoliert, das nimmt das Ding hier oben gar nicht an. Da kannst du mal schön mal gucken, dass du mal kurz einen Silageballen noch spawnen lässt. Da-da-da! Der Christian hat nicht aufgepasst. Ich hab die nicht gespawnt hier, ne? Also Ja, daher. dann bringe ich gerade noch einen Strohballen hoch. Ich mach das schon. Mach mal zu, sehen wir zu, dass du da den Siloballen rankriegst. Okay, einen kleinen Augenblick. So, und zwar haben wir jetzt gerade festgestellt, über unser tolles Programm können wir gerade keinen Normale Silageballen. herstellen. Deshalb bleibt das einfach aus. Aber ihr seht ja auch hier anhand des Grases, anhand des Strohs, dass Genau. das nicht. So, und jetzt gucken wir einmal. Wir haben hier schon einen Ballen drin. Dann werden wir einmal den Grasballen mal auslagern. Da habt ihr den Grasballen, da ist der Strohballen und da ist der Heuballen. Die Richtig. kommen dann da, werden dann da gespawnt. Und das seht ihr dann hier auch auf den Schildern, wenn es umgelagert ist. Genau. So, das heißt, wir hätten jetzt hier den ersten Hof. Wundert euch also nicht, warum die unten jetzt hier liegen. Die liegen da als Deko. So, Richtig. Christian. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Pellet. Ja, Würde ich Ladies sagen, machen first. wir. Ja. Aber da haben wir ja einmal den Radlader und vorne am Haupteingang steht auch noch ein Trecker mit dem Anhänger mit Heu. Ich habe jetzt hier Stroh drin in der Schaufel. Glaube ich mal gerade am Christian hinterher. So, einfach das hier seht ihr ja auch unten markiert, Stroh hier reinfüllen. Ihr seht es dann auch an der Tada. Anzeige. Wenn du möchtest, kannst du schon mal das Wasser holen. Einmal ein Wasserfass. Ich bin noch alt. Ja, macht doch nichts. Deswegen musst du ja laufen, damit die Knochen geschmeidig bleiben. Hetzt mich nicht. So, dann haben wir jetzt mal hier das Wasserfass. Da ist auch sogar Wasser drin, yippie. So. Da hatten wir das I. Schön. Dann laden wir mal das hier Wasser hier um. Dass du beide einmal was reinfüllst, ne? Ja, upsa. Hatte ich vorgehabt. So, mit dem Heuer mal an die andere Seite ran. Kriegt ihr auch das I einfüllen. So, um euch das zu zeigen, dass es hinterher funktioniert, werden wir dann die Zeit ein wenig vorspulen. Oh, nö, brauchen wir gar nicht. Wir können das so laufen lassen. Wir haben noch ein bisschen zu erklären. Haben wir noch ein bisschen zu erklären, dann bis dahin ist dann da was produziert. Genau. So, dann gehen wir mal wieder zum Christian. Der hat jetzt hier alles aufgefüllt. Genau, jetzt ist die Anlage im Betrieb.
Genau. 10.000, 21.000. Ja gut, um zählen hat der Christian nicht so ganz. Ja, das ist egal, wie viel. Hauptsache wird was produziert. Genau, das sehen wir dann So. später mit der Produktion. Dann machen wir hier hinten weiter. Genau, jetzt haben wir hier das Rundbahnlager und das ist ein bisschen tricky. Das ist auch GPS-siliert, also ist schon möglich, dass wir das einlagern können. Das ist wichtig, GPS könnt ihr natürlich nicht einlagern, das muss Grassilage sein. Wenn ihr jetzt die Rundballen habt, kleiner Spoiler, es funktioniert auch mit Quaderballen. Legt ihr hier auf den Fahrstuhl drauf, dann fahrt ihr den Fahrstuhl nach oben. Wenn ihr dann oben angekommen ist, wird der Ballen weggespawnt. Ist natürlich ein bisschen Arbeit, weil der Fahrstuhl schön langsam ist. Ja, aber das passt ja Aber zu dir. Ist ja seniorenmäßig. jetzt können wir auch mal drei verschiedene Ballen drauf tun. Das ist auch kein Problem. Wie ihr gerade gesehen habt, vielleicht, wenn man das gezeigt hat, dass Strohballen nicht draufgelegt hat, der ist weg. Nehmen wir mal den Grasballen drauf. Ich habe hier den Einen Heuball. Moment, mein Sohn spricht gerade mit mir. Wird überbewertet. So, da bin ich wieder. So, und dann gehen wir mal den Strohballen ja auch noch mit drauf, wenn es passt. Da müsste. Und dann fahren wir den Fahrstuhl mal wieder hoch. Wenn es geht. Geht nicht. Gut, dann. Nur mit zwei Ballen. Mit drei Ballen ist er überladen. Zwei Ballen nehmen. Das ist der Vorführeffekt. Upp, und dann, wenn der oben angekommen ist, ist er schon alle Ballen wieder weg. Genau, gleich während, genau, hier sieht man den auf jeden Fall. Wir zeigen euch das dann aber auch noch mal. So, da kommt noch mal ein Strohballen hoch. Genau. Ja, bitte. Gehst du dann nach oben? So. Dann haben wir jetzt hier oben gesehen, dass es mit dem Fahrstuhl hochkommt. Jetzt kriegen wir noch die Anzeige, hat Christian mir gesagt. Ja, die ist hier unten. Genau, Heuballenlager. 4.000 sind drin. Wo ist der Christian schon wieder hin? Da. Das sind alles. Also wenn man hier hingeht, dann R drückt, dann kriegt man alle Lager angezeigt. Wenn wir jetzt gucken, also Gras, nee, Stroh ist schon einer drin, den lagere ich jetzt mal aus. Und dann seht ihr, dass sie dann hier gespawnt werden. Silage. Genau. Tada! Tada, so. Also Gut. das Lager ist ein bisschen, ja, tricky, aber es ist ein Gaudi, sag ich mal. Ja, Genau. Biodieselanlage, Biodiesel, das ist eine Tankstelle, Hochtankstelle ist klar. Eine Hoftankstelle. Dann haben wir Hoftankstelle ist hier klar. Und das, Tierpelletlage, hatten wir ja gerade genau. schon. Dann gehen wir mal die Tierpellets herstellen. Draußen haben wir schon alles vorbereitet. Der Christian geht wieder mit seinen Paletten spazieren. Ja. Der Manuel füllt mal gerade das Wasser auf. Auch außerhalb hier. So, und hier hinten dann die Zuckerrüben. Kann man auch schön laufen lassen und dann, wenn wir gleich mal durch sind, wieder hier hinkommen. Genau. Da braucht man keine Zeitspulen. Das ist das Schöne daran. Wenn man so einen großen Hof hat, da hat man ein bisschen was zu tun. Da kann man immer im Kreis laufen. So, Christian, komm, wir gucken mal, ob du eine TÜV-Kette bekommst. Ah, also Biodieselanlage brauchen wir euch ja auch nicht mehr erklären. Raps rein, Biodiesel raus. Und TÜV-Plakette, glaube ich, kriege ich nicht. TÜV ist abgelaufen. Ja, TÜV ist abgelaufen, genau. Christian, Ja. du darfst die Kälber machen. Ja, dann müsstest du einmal bitte Hier, die Moment einmal bitte. Kälber holen. So, wir können natürlich zaubern. Wir haben auch dann schon mal den Kälberanhänger hier stehen. So, dann kriegen wir irgendwo jetzt hier drinne das Stroh abgenommen. Und der Christian geht schon mit seinem Heu spazieren. Genau, das ist die andere Tür, da müsst ihr reingehen. Ziemlich weit hinten rein, da ist dann der Trigger. Oh, Entschuldigung. Ah, ob der jetzt geht? Ah, da nimmt er ihn, ne? Den GPS nimmt er ja. Also hier könnt ihr Grassilage oder GPS-siliert benutzen. Genau. So. Dann kommt auch hier direkt an dieser Tür einmal die Kälber.
Kleinen Moment kurz, ja. Und durch die Tür einmal in den Stall gleich nochmal reinfahren fürs Wasser. Gut, dann, wie gesagt, einmal nur reinfahren. Hier ist keine besondere Anzeige dafür. Das sehen wir dann wieder auf dem Monitor oben im Büro. Das heißt, wir bereiten die nächste Abladestelle vor und sind gleich wieder da. So, damit ihr dann auch seht, damit das mit dem Wasser funktioniert, fangen wir mal gerade einmal hier auf die Wiese, wenn wir den fahren können. Den Christian haben wir mal gerade losgeschickt, Kühe zu klauen bei den Nachbarn. Ja, bin dabei, bin dabei. So, dann haben wir hier einmal, damit wir dann auch genug Wasser drin haben, machen wir das dann auch einmal schön full. Und dann machen wir jetzt mit allen dreien. So, und auch hier bei dem zweiten, wenn man den fahren kann. Okay, dann machen wir erst den anderen hier in der Mitte. Zack, Wasseranzeige und auch einmal überladen. Und dasselbe und auch hier beim dritten dann die Wasserauffüllung. Ich glaube, der Christian ist unterwegs verschollen oder er ist schon wieder da. Du brauchst so lange. Genau. So. Nein. Dann sehen wir das hier, dass der Wasser überladen wird. Wir haben jetzt alle drei einmal aufgefüllt. Und dann fahren wir mal schnell zum Christian, weil das ist dann einfach ein wenig schneller. Oh, und wir müssen nicht wieder Pause machen. So. Wäre doch lustig, mal dich zu sehen. Dann sehen Leute mal, wie du auf den Zäunen landest andauernd. Guten Tag. Guten Tag. So. Wir haben hier natürlich jetzt dann den... die Milchproduktion, die großen Tore, da steht auch über die Schilder dran, halt Anlieferung Milchkühe und hier könnt ihr auch die Kälber nachher abholen. Rückwärts ranfahren, das kann der Manu mal machen. Das I drücken. Das I drücken. Dann auch da ist es genauso, auch in diese Tür kommt dann das Stroh rein, als Ballen oder als Schüttgut kann man das machen. Dann bitteschön. Schön. Lass mal Hup, reingehen und weg. Genau. So, und die anderen Ballen, die macht ihr hier vorne halt. Die müsst ihr einfach aufnehmen, ranlaufen und dann nimmt er sich die schon rein. Genau. Sieht man dann hier oben. Kriegen wir dann jetzt auch hier eine Anzeige? Nein, wir kriegen leider keine Anzeige. Nein, das ist alles oben im Büro. Aber man hört schon, die Anlage läuft. Genau. Du kannst jetzt mal die nächsten Kühe holen und ich fange schon mal an, die anderen Ställe zu befüllen. So, natürlich waren wir da mal schnell noch beim Tierhändler und haben da mal ratzefatze ein paar Kühe gekauft. Ja, ich mache jetzt hier schon mal Stroh rein. Und wie ihr seht, hier, der erste Mist wird produziert. Außer nicht die ganze Ladung da jetzt rein, kannst du ja mal die Hälfte und die anderen tust du in den letzten Stall. Richtig. So. Und dann kommen jetzt noch 7000 hier drüben in den Stall. Der Christian macht das absichtlich, damit ich hier nämlich gegen die Hausmauer fahre. Aber ich gebe mein Bestes, dass das nicht passiert. Soll ich noch dahinter stehen? Links, links, rechts, 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 bumm. Ja, dass du so drauf wirst. So, hier die letzten Kühe. Christian hat hier schon aufgefüllt. Genau. Hier oben sieht man das wieder an den Anzeigen. Der letzte Christian. Stall ist auch vollgeladen, alles Christian. Drin. Um das einmal ganz kurz klarzustellen, weil ich habe so ein bisschen den Discord verfolgt. Rundballen passen nicht rein, richtig? Hier. Richtig. Soweit ich weiß. Also da bin ich jetzt auch kurz überfragt. Wir können es doch einfach mal ausprobieren. Ich hole einfach mal einen Grasballen. Also normalerweise müsst ihr auch die Ballen, die Rundballen annehmen.
Also jegliche Art Ballen, also rund oder quader, das ist eigentlich egal. Ich hole jetzt mal einen Grasballen, runden. Normalerweise dürfte er sie nicht annehmen, aber es kann natürlich sein, dass er sie trotzdem annimmt, weil es wäre ja eigentlich ja unlogisch. Dann bräuchte man auch kein Rundballenlager hier. Ich So. sag das nur, weil ich es eben halt im Discord mal gelesen habe. Oh, er nimmt ihn. Er nimmt sie. Also Rundballen könnt ihr auch verwenden, Ja, wer schick. gerne Rundballen macht. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rauf zu den Computern, gucken uns das mal an den Computern an. Weil Mach mal, soweit haben wir ja alles. geh mal hingucken. Ich guck mal, ob alle Anlagen soweit laufen und dann kannst du ja gleich wieder runterkommen und dann gucken wir, zeigen wir den Leuten mal alles andere weiter. Ganz kleiner Augenblick. So, wie ihr seht, habe ich mich schon mal davon geschlichen. Ha, ich mache es mir jetzt hier gemütlich und lasse den Christian einfach arbeiten. So, also im Milchviehbetrieb seht ihr hier, Gras ist drin, Heu ist drin, Silage, Stroh, Wasser, Kühe. Es wird alles bearbeitet. Rauskommen Biomilch, Gülle, Mist und Kalb ist alles jetzt schon in Arbeit. Dann gehen wir hier an den nächsten Monitor. Was haben wir hier? Auch der Milchviehbetrieb, genau dasselbe Spiel. Ist in Arbeit. Dann hier, upsa, die Milchviehbetrieb Kühe, genau dasselbe, ist in Arbeit. Dann habe ich, wo sind jetzt die, kriege ich die Kälber hier oben noch auch angezeigt, ne? Ja, da sind vier Computer da oben. 1, 2, 3. Okay, der Manu ist ein wenig blind, der sieht nur drei Computer. So. 1, 2. Kälberzucht, da haben wir sie doch. Auch hier, die Kälber werden fertig produziert. Gut. Ich mach's mir dann mal gemütlich mit einem Kaffee und lass den Christian mal eine Runde ackern. War wieder klar. Ach Mist, der hat das ja alles gehört. Ja, Spione überall. So, das heißt, wir laufen hier wieder runter und suchen jetzt erstmal den Christian. Wo eierst du denn rum? Ich bin bei der Pelletproduktion. Ah, da, ich sehe dir. So. Guten Tag. Guten Tag. So, dann habt ihr hier, wenn ihr jetzt rumlauft, seht ihr auch, dass die Pelletproduktion läuft. Ja, schick. Da könnt ihr halt mit dem Frontlader, Radlader, Pedellader, Egal, Schaufel hinfahren, aufnehmen und ab in den Stall fahren damit. Gut, das haben wir dann hier. Dann gucken wir mal, ob genug Futterpellets schon produziert worden sind. Ah, noch nicht ganz. Da müsstest du einmal kurz die Zeit ein bisschen spulen, dann damit wir einmal eine Palette produziert kriegen. Kleiner Augenblick. Man hat wieder einen Fehler gemacht. So. Gut. Und schon habt ihr hier eine schöne Säuger-Heimtierfutterpalette. Die Richtig. könnt ihr natürlich dann jetzt nehmen. Und spazieren gehen damit. Ja, wir können es jetzt am besten noch mit dem Radlader. Gabelstapler, Radlader, ECD hier hin. Da müsst ihr ein bisschen, ist ein bisschen tricky. Ganz aber schick. Ja, normalerweise müsste die jetzt eigentlich schon. Ja, dieser Vorführeffekt wieder. Ah, wird was gerauscht. Er hat aber noch nichts übernommen. Nee, ich guck gerade mal. Ah, da oben. Okay. Also hier ist er wirklich tricky. Da müsst ihr die ziemlich hoch halten, Sollte mit rückwärts. dem, Jetzt hat er also sie angenommen. ja, da oben, deswegen muss ich jetzt ein bisschen hochhüpfen. Ihr müsst sie mit dem den Radlader, Telelader etc. hier oben an die oberste, also über die Etage mittlere halten. Etage halten.
Und da ist dann halt der Trigger zum Einlagern. Also mit dem Radlader oder sonst irgendwas wäre das kein Problem. Ja, mit dem Telelader ist am besten dann hier oben hoch und dann auf Höhe oberhalb des Displays gehen. Da wird das dann eingelagert. Genau. Ja, dann gehen wir mal zu den Milchtanks und gucken mal, was da los ist, wa? Guck mal. Ah ja. So, damit wir das auch sehen, dass es funktioniert, komme ich mal gerade hier. Vorsicht. Genau, ich hole mal den Abholen der Kälber. So, auch hier haben wir wieder den Vorführeffekt. Sakrament. Kriegen wir hier überhaupt Milch rein? Ja. Also von hier draußen kriegen wir es wohl nicht. Ja, den Stall machen wir auch nicht so oft. So. Deswegen, also, ihr habt hier diese schönen Metallgitter. Da müsst ihr vorgehen und einmal die Maustaste drücken. Das ist ein Tor. Das öffnen, dann rückwärts an die Tanks ran. Ah, da war es gerade. So, und zack, hier seht ihr einmal ranfahren. Kriegt ihr das dann auch angezeigt. Aber ihr müsst vor Da müsst jedem. ihr wirklich genau fahren. Also das ist nicht hier ein Trigger für alle drei, sondern jeder hat einen eigenen Trigger, damit ihr ein bisschen was zu tun habt. Gut, also bevor wir uns jetzt hier noch ein wenig weiter darum kreiden und den Anhänger nicht richtig eingeparkt bekommen, würde ich glatt sagen, machen wir weiter bei den Kälbern. Also ich habe den jetzt mal in der Mitte leer gekriegt. So. Okay, also da müsst ihr dann am besten selber gucken. Vielleicht müssen da die Bisschen Tore nochmal verschoben rumtricksen. worden. Aber das machen wir jetzt hier nicht in der Aufnahme. So. Ja, am besten wir gehen aber, bevor wir zu den Körpern gehen, einmal hier hinter den Stall. Hier ist auch noch so ein schönes Tor, das müsst ihr öffnen. Und dann habt ihr hier hinter den Ställen so Klappen am Boden. Die müsst ihr öffnen. Und da ist eure Gülleentnahme von den Ställen. Also es gibt hier keinen Sammelpunkt für die Gülle, sondern jeder Stall hat auch den einzelnen Gülletrigger, wie ihr sehen könnt. Und da müsst ihr ranfahren und die Gülle rausholen. Genau. So, Dann sag können wir mal. Manu euch noch eben die Kälber zeigen, wo die Kälber rauskommen. Ja, mein Gott, er hältst mich hier, weißt Ja, was denkst du denn? du? Ich bin schon auf dem Weg. Damit die Leute auch wissen, wo es hier lang geht. Wo bist du denn schon wieder? Ich bin hier. Das ist der Kälberstall hier. So, jetzt muss ich mich gerade selber orientieren. Befüllung starten. Ihr kriegt das dann angezeigt. Dann bekommt ihr hier die Kälber angezeigt. Überladen. Fertig. So, das. Das macht ihr bei allen Stellen. Also allen drei Stellen ist dieses große Tor, da fahrt ihr rückwärts ran und dann kriegt ihr das eher zum Einladen der Kälber. Hier steht ja Abholung Kälber. Dann könnt ihr das da genauso machen. Müssen Genau. wir jetzt nicht an jedem einzelnen Stall machen. So, Und wie Christian. ihr auch bei der Mistplatte seht, der Mist wird produziert. Und damit ist hier eigentlich alles erklärt. Solltet ihr nochmal Fragen zu diesem Video haben, bitte einfach unten in die Kommentare rein. Aber ich denke mal, dass wir es so gut wie es geht jetzt erklärt haben. Und ich denke mal, wir sehen uns nächste Woche wieder. Genauen Zeitpunkt wissen wir jetzt selber nicht. Ich weiß es zumindest noch nicht. Aber somit, Christian, was gibt's zu sagen? Ja, ihr könnt noch bei Discord in die Hauptfachgruppe reinkommen, uns auch persönlich anschreiben, falls ihr Fragen habt, wenn ihr mal irgendwie schnelle Antworten haben wollt. Twitch sind wir zwischendurch am Streamen.
Da könnt ihr auch gucken, die Links, die sind verlinkt auf den beiden Videos. Genau, zumindest die Namen sind verlinkt und Genau. der Discord von dem Map-Ersteller ist auch verlinkt. Ist auch alles korrekt. Ja, und ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Tüdelü. Tschüss und tschüss.